Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Orient Blind Forest. Ich habe mir jetzt erstmal einen Kaffee gemacht und lecker Osterbrot gegessen. Ich habe meinem Freund das ganze Osterbrot weggessen. Eigentlich wollte er das essen, beziehungsweise er hat's für sich mitgenommen und ich habe es mir jetzt eigentlich mehr oder weniger weggefressen. Mit schön lecker selber gemachter Erdbeer-Zwetschgenmarmelade und Butter und naja. Jetzt habe ich mich wieder ein bisschen akklimatisiert. Ich glaube, jetzt kann ich das Spiel erstmal weiterspielen. Also es flasht nämlich schon ziemlich. Alter. Aua! Oh Gott. Jetzt bin ich gerade voll erschrocken. Nein. Seelenverbindung ist bereit. Was ist denn da drüben? Und wie komme ich da hin? Ah, okay, da muss ich aufpassen. Hui. Das kann ich jetzt endlich vernichten. Uff. Uff. Hui. Voll die ekelhaften Stahlglibber-Dingens. Au. Hier werde ich es zeigen. Hui. Komme ich da jetzt unten rein? Halte RT gedrückt, um Objekte zu greifen und zu verschieben. Okay. Ah. Was ist das? Du hast einen Schlüsselstein gefunden. Schlüsselsteine werden benötigt, um Geistertore zu öffnen. Bedenke, dass für jedes Geistertor eine andere Anzahl Schlüsselsteine benötigt ist. Oder nötig ist. Okay, ich blicke nur gar nicht so wirklich. Also, ich blicke wirklich noch nicht so richtig durch. Die kann ja, glaube ich, nicht vernichten. Nein. So. Ich werde dich vernichten. Ich mach dich fertig. Oh, nochmal ein Schlüsselstein. Schade, da kann ich nicht hoch. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich hier irgendwie runter kann. Ah, ich glaube, das sollte ich vielleicht nicht runter, oder? Ah, jetzt ist da drüben. Au, 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 au. Okay. Hui. Wir drucken sowas. Nee, rechts. Nee, rechts so. Seelenverbindung ist bereit. Ja, aber für was? Was war die Seelenverbindung? Seelenverbindung wollte, glaube ich, speichern, gell? Spiel gespeichert. Oh nein. Dieses Geistertor blockiert unseren Weg. Vor den Tagen des Verfalls waren die Tore ein sicherer Schutz. Die erforderlichen Schlüsselsteine müssen ganz in der Nähe sein, um den Geisterbaum zu erreichen. Müssen wir die Geisterhöhle passieren, die hinter diesem Tor liegt? Wie viel brauchen wir denn? Zwei, also wir haben praktisch schon beide. Ich kann da bloß rein. Nee, ich kann hier hinten auch noch durch. Okay. Du hast Energiesplitter gefunden. Oh, cool. Hohlhain, Geisterhöhle, Schwarzwurzelgänge. Uah. Ach Gott. Du hässlicher Gremlin. Leck mich doch am Arsch, hat mich das jetzt gerade erschreckt. Bin zu alt für so einen Scheiß. Okay. Da kann das wahrscheinlich nichts ausrichten, okay. Wer weiß, was sie da dann braucht. Komm her, du ekelhafter Frosch. Aua! Arschloch.
Ich glaube, der Scheißfrosch. Ja, so habe ich jetzt das ganze Osterbrot einfach mal weggefuttert. Oh, was ist hier? Huch! Du hast eine Lebenszelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Vitalität aufbewahren. Finde weitere Lebenszellen, um deine Überlebenskraft zu steigern. Okay, wie komme ich hier rauf? Gar nicht. Hui! Aua! Geisterhöhle. Aber was ist denn jetzt hier? Warum konnten wir hier nur rein irgendwie? Ach nein, das Tor war... jetzt habe ich es kapiert. Ich dachte, da geht es jetzt irgendwie nach hinten in eine neue Welt, aber das ist praktisch der Durchgang. Ekelhaftes Viech, was auch immer du bist. Lass mich doch von dir nicht aufhalten. Geisterhöhle. Na, das macht mir ja Hoffnung. Aua! Schmachtisch, fertig! Alle mache ich das. Hui! Okay. Ugh. Voll den ekelhaften Schlotter. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt im Hauptspiel die Musik zu leise ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich möchte aber noch hoch. Hui! Oh, da ist schon wieder ein Geistertor. Ich habe aber gerade keine Teile. Brauchen wir auch wieder zwei wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, dass wir zwei brauchen. So. Schwerte euch alle vernichten. An der Atmosphäre ist es schon sehr bedrückend. Also ich bin froh, dass ich jetzt kurz die Pause gemacht habe, nachdem ich jetzt gerade vorhin in der ersten Folge erstmal geheult habe. Das war echt total traurig. Total traurig und deprimierend, wenn wir ehrlich sind. Oh, das ist voll süß, wie er hier so an der Kante steht. Oh Gott. Ah, schreck mich halt. Scheiß Viech. Mann, bin so alt für solche Spiele. Früher hätte ich die halt mal so ganz einfach. Was zur Hölle? Die Dinger kann man scheinbar irgendwie vernichten. Nee, kann man nicht. Aua! Ich darf halt nicht immer zu weit weggehen von dem Viech. Weil, immer da, wo es leuchtet, automatisch hingehen. Fähigkeitenpunkte. Fehlbewindung, um einen Fähigkeitenbaum aufzurufen. Spiel gespeichert. Fähigkeiten. Drücke, tippe B an, um den Fähigkeitenbaum aufzurufen. Geistermagnet. Die meisten Seelenobjekte werden von Ori angezogen. Ermöglicht es dir, drei Flammen abzufeuern, bevor du nachladen musst. Flammensalve. Wiedererwecken. Ermöglicht das erneute Benutzen von Seelenverbindungen und verkürzt die Abkühlzeit. Ich würde mal sagen, ich level jetzt mal alle drei. Lässt die meisten einsammelbaren Gegenstände auf der Karte erscheinen. Funkenflamme erhöht die Stärke der Geisterflamme. Und neu formieren. Das Erstellen einer Seelenverbindung stellt eine Lebenszelle wieder her. Okay. Ja, dann zurück. Oder halt die BG drücken, um Seelenverbindung zu entfachen. Ja gut, das haben wir gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Ah, Moment, hier ist... den kann ich ziehen. Es ist so unglaublich süß und so unglaublich schön und so unglaublich schwer und so unglaublich... belastend. Und traurig machend. Okay, wir kommen jetzt da hoch. Ich habe keine Ahnung. Ich bräuchte, müsste irgendwie oben lang, gell? Mui, mui.
lasse mich doch von dir nicht verarschen. Hui. Aua, da hat mir nur Schaden gegeben. Sackmega. Nein, jetzt bin ich komplett runtergerutscht. Aua. Arschloch. Ich mach dich fertig. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Also wirklich nicht. Oh. Okay. Haben aber noch keinen weiteren Fertigkeitenpunkt. Nee. Das ist ganz schön brutal zum Teil des Spiels. So mit diesem lauten Knall und alles. So, also hier können wir jetzt definitiv nur drüber springen. Boah, wie sich das gleich alles in meine Richtung dreht. Boah, ist das mies. Hm, oh, ich hätte Schöcker nochmal so Osterbrot. Hm, ja, aber leider ist keins mehr da. Hui. Wie gesagt, ich wollte das Spiel schon vor Monaten spielen. Das waren jene, die sich der Hoffnung zuwandten. Okay. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich hab's ja schon seit November, aber ich bin halt nur nicht zum Spielen gekommen bisher. Und jetzt hat mich da halt Seasons After voll angefixt. Als sie verwüstete und tötete. Oh. Mannschaft. Ach, wir sind schon beim Geisterbaum. Das Licht des Geisterbaumes lebt in uns allen. Er ist der Grund dafür, dass wir leben. Er ist der Grund dafür, dass wir wachsen. Aber als er vor vielen Jahren dazu aufrief, nach dir zu suchen, wurden wir von unserem Feind angegriffen, verwundet und getötet. Nun sind diese Stammbäume alles, was noch übrig ist. Komm jetzt näher und spüre das Licht von Fiel, dem Geist darin. Drücke X, um das Licht zu absorbieren. Du hast Wandsprung erlernt. Um diese Fähigkeit zu nutzen, musst du dich unter Verwendung von an einer Wand hinbewegen und dann A wiederholt drücken, um dann nach oben zu springen. Okay. Können wir hier gleich mal ausprobieren? Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denke daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung und dein erzeugen kannst und dein Spiel speichern kannst. Wuhu! Und jetzt? Was machen wir jetzt hier? Jetzt haben wir den Baum gefunden. Ich habe keine Ahnung. Ist so cool, wie er dann beim wiederholten Sprung dann irgendwann so ein Salto macht. Au! Ich depp. Verzeihung! Seelenverbindung ist bereit, aber ich möchte jetzt keine aufbauen. Blablabla. Ich werde dich vernichten. So. Hui. Und so kommen wir jetzt auch wieder rauf. Das ist ja cool. Der schlottert dann immer. So, und jetzt? Hier hoch? Langsam erstreckt sich mir das Spiel. So allmählich. So, jetzt bin ich hier. Hat er mir wieder sauber dran gerückt. Ach Gott. Mir hat halt wieder vorgerissen. Leute, es tut mir so leid. Ihr erschreckt ja jedes Mal. Das macht mich so fertig. Aber jetzt müsst ihr doch hier rauf können, oder? Rein theoretisch. Blödes Viech. Blöde Kröte. So. Ah. Naja, eigentlich ist es relativ einfach, aber da hätte ich es jetzt braucht, gell? Ah, okay.
Ich verstehe. Ich verstehe den Sinn und Zweck dieser Sache. Nein! Aua! Ich darf den nicht loslassen. Okay, alles klar. Au! Aua! Ja, wieso schiebst du jetzt nicht weiter? Ich muss schneller sein. Oh, war das knapp. So, ja, jetzt bin ich hier oben. Ah, hier ist ein Fragment. So. Tut mir leid, wenn ich ab und zu mal total ablust bei dem Game, aber ich bin da nicht so fit in solchen Games. Ich habe das früher immer ohne Probleme gespielt. Also so mit, keine Ahnung, so ein Kindesalter. Halte RT gedrückt, um Objekte zu greifen und zu verschieben. Ach so, ah. Aha. Und jetzt, was bringt mir das? Hab schon vergessen, überschießt. Aua! Arschloch. Nein! Arschloch. Ah, okay. Ich habe verstanden. Was ist das? Du hast ein Kartensteinfragment gefunden. Bringe es zu einem Kartenstein, um neue Bereiche der Karte freizuschalten. Ah, okay. Achso, die kann ich nicht vernichten. Da war was. Ich würde sagen, ich speichere jetzt mal. Vorsichtshalber. Fähigkeitenbaum? Ich hab doch noch gar nichts. Den gehen wir doch gerade. Aber wo muss ich jetzt lang? Seelenverbindung ist bereit. Ja, ich möchte jetzt aber gar nicht speichern. Ich bin noch gerade am überlegen, wo ich lang muss. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich lang muss. Also wirklich nicht. Das ist, okay. Hui. Hier einen. B. Nee. X. Okay, wir brauchen jetzt nochmal einen. Wo der ist, ist die andere Frage, gell? Aber jedes Mal. Ich will gerne wissen, wie das auf normal ist. Wenn ich schon so schreckhaft bin. Aua. Hat er mich nochmal erwischt. Scheiße. Tja. Hast du dich mit dem Falschen angelegt? Kann ich hier jetzt schon irgendwas machen? Ich kann hier halt nichts machen, gell? Ah, Scheibengleister. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier durchkommen soll. Schmachtisch, fertig! Lass mich doch nicht verkackeiern von dir. Okay, jetzt bin ich hier. Und was kann ich? Ah, Moment. Ja, aber wie komme ich jetzt da hoch? Ach, Leute, ich habe keine Ahnung. Wir müssen irgendwie da hoch, aber wie? Weil hier kommen wir ja nicht durch. Kann ich da irgendwie das bewegen? Nein, kann ich auch nicht. Ah, nicht du schon wieder. Ich vernichte dich. Wie komme ich da hin? Das ist immer die Frage, gell? Muss ich hier vielleicht irgendwo lang? Ah, hier oben vielleicht. Ohne die Monster war es mir ehrlich gesagt lieber. Oh. Da muss ich aufpassen. Au.
Oh, jetzt hat er mich erwischt, so ein Arschloch. Hat er mich voll runtergeschoben. Okay, da kommen wir nicht hoch. Da geht's voll ab da oben. Aber wie komme ich da hoch? Ich muss ja irgendwie mal hoch, weil es kann ja nicht sein, dass ich nur hier unten bleiben muss. So, aber da waren wir, glaube ich, schon oben. Jo, hier waren wir schon. Wie komme ich weiter hoch? Nein! Da komme ich nicht hoch. Hui! Oh, leck mich doch. Also manche Viecher machen schon echt schreckliche Geräusche. Ah, da unten war ich schon, gell? Da war ich auch schon, genau. Da komme ich nicht rein. Da waren wir auch schon. Da unten war nämlich der Seelenbaum, beziehungsweise der Geisterbaum. Ich könnte immer noch überlegen, wie ich nach oben komme. Also hier sind wir auf. Oh, da kommen wir, glaube ich, nicht lang. Noch nicht. Scheibenkleister. Ich bin mir schon wieder. Ich fussel hier in der Gegend umeinander und weiß nicht, wo ich hin muss. Beziehungsweise nicht, wie ich dann aufkommen soll. Muss ja irgendwie dann aufkommen, oder? Auf das zweite Ding. Gibt's doch nicht. Und Anlauf! Nein! Super gemacht, super gemacht. Einmal frei, Toto Paletti. Schlau war's. Ja, jetzt bin ich hier oben, wo muss ich jetzt hin? Bin ich halt mal voll kaputt gegangen, nur schwer. Mann, bin ich schlecht. Hat's mir einfach zerbröselt. Aua! Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich hin muss, Leute. Ja, jetzt kann ich hier das machen und dann fehlt mir aber nur eins. Und das zweite ist mit Sicherheit irgendwo weiter oben. Achso. Achso, ich habe ihn schon vernichtet. Schwarzwurzelgänge, Hohlhain, Geisterhöhle. Schwarzwurzelgänge. Da bin ich hergekommen. Und ich laufe natürlich wieder voll nahe. So kann man sich ja auch von allein vernichten. Da braucht man gar keine Gegner dazu. Ich brauche keine Gegner, um mich selbst zu vernichten. Ich kann das sehr gut. Ich kann das sehr gut, ja. Da müssen wir irgendwie hoch. Aber wie komme ich da hoch? Ich weiß ja nicht mal, wie ich da hochkommen soll. Okay. Ja, Seelenverbindung ist bereit. Bringt mir nur sehr wenig. Da unten war, glaube ich, das Seelenbaum, gell? Ich glaube, mich daran zu erinnern. Drücke X, um dein Spiel zu speichern, oder Y, um zu teleportieren. Ach, wie süß. Ach, siehst du, das habe ich total außer Acht gelassen. Oh, es tut mir leid.
Uri, diese Statue kommt mir bekannt vor. Ich habe sie zuvor schon mal gesehen. Ja, mir kommt sie auch bekannt vor. Des Kindes, das unser Licht empfing. Es ist schon wieder so deprimierend. Ich erinnere mich an sie, vor vielen Jahren, als der Geisterbaum noch ein Sprössling war, sorgte Naru, die Junge, für uns, wann immer sie konnte. Ach, du Heilige. Tja, es tut mir leid, dass ich jetzt hier in der Folge nur umeinander geirrt bin. Ich habe das total vergessen, dass man da hinten ja auch lang muss. Oder kann. Könnte. Vielleicht könnte. Tja, tut mir leid, dass es jetzt irgendwie so total chaotisch abgangen ist. Ich bin in solchen Spielen immer total verpeilt. Man sieht es ja bei anderen Spielen. Tja, dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da und drückt die Abo-Glocke, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Und vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und ich sag dann einen schönen Tag und ein fröhliches Ade. Waschi.